So you've got some kind of disguise lined up, right? Yep, all set. Hope so. You'd be a little conspicuous just walking the streets. Relax, Kev. I'll blend right in. Yeah. Well, just get into the sewer system ASAP. Hopefully, anyone who notices you will just mind their own business. You sure you want the K-9000 there along for this one? I had the good doctor make some adjustments along with the repairs. Remote piloting and AI wiping have been disabled. So yeah, I say let's throw him a bone. Wordplay. My exoskeleton resembles a canine. Canines enjoy bones. Amusing on two levels. Let's go. Cyborg? Ese sombrero. ¿Qué? Adiós, amigos. ¿Viste? Qué raro, ¿eh? Hay que hacer que no lo vimos. Vámonos ya. It's Raiden. I'm in the sewer system. All right, let's get started. Your mission's to investigate the Desperado-affiliated research center somewhere in that area. According to the intel from our client, the lab's been dumping illegal waste into those sewers. FYI, they're also involved with the cartels in human trafficking. Allegedly, anyway. This just gets better and better. Tell me about it. We need you to infiltrate the lab and find out everything you can. Of course, you'll have to find it first. We still don't know the exact location. So I'm looking for anywhere the lab might hook up with the sewers? Yep. If they're actually dumping waste, they've got to link up somehow. Find that connection, sneak into the lab, and see if you can find evidence implicating them on anything. No problem. Stealth's my specialty. Right. Well, we'll see. Do we have any idea what kind of research they're doing there? Not really. Maybe something related to all the people they're trafficking. Like experimentation? It's possible. First things first, though. Find a way into that lab. Oh, right. It says here the locals say black crocodiles live in those sewers. So, you know, watch out. Black crocodiles? Could they be talking about UGs? Maybe just an urban legend. But still, be careful. I will scout ahead. You will provide backup. Sir, yes, sir. Commence operation. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Metal. Unidentified UGs are patrolling the sewers. Exercise caution. Gear Rising Revengeance. Wir sind in der Kanalisation als alter Sombrero. Nee, als Sombrero nicht. Wir hatten ein Sombrero auf. El Sombrero Lito sind wir jetzt einfach mal so. Ja. Und müssen jetzt hier quasi dann weitermachen. Ich habe auch gesehen, das hatte ich vergessen. Ich habe noch, ich weiß gar nicht woher, aber irgendwie es gibt noch so Download-Inhalte oder so Zusatzsachen, wenn man die Story durch hat. Man kann einmal als Jetstream spielen. Das ist ja der Typ am Anfang, der uns so ziemlich in die Fresse geschlagen hat. Und wir können sogar ein paar Missionen als der Hund spielen. Als der Cyberwolf. Aber jetzt müssen wir erstmal kämpfen. Hi. Na? Ah. Better take out that UG quick. Don't want to attract too much attention down there. Warte, muss ich kurz anvisieren. Ah, ich kann ihn abwehren, alles klar. Dann tue ich das. Boah, Alter, die hauen aber auch drauf, ne? So, aber ich kann das auch. Bam!
Und jetzt zerschneiden wir den kleinen Pisser. So, gib mir mal, was du hast. Dankeschön. So. Ja, das zu dem, Stealth ist quasi mein Metier. Kampfrang S, alter Schwede, leck mich am Arsch. 37 Sekunden nur. Das geht schnell. Ja, und ich denke mal, ich werde, um das halt ein bisschen zu komplettieren, natürlich dann noch als Jetstream die paar Sachen machen. Alles klar. Als Jetstream spielen und natürlich als unser kleiner lieber Cyberdog. So, wir können natürlich gegen die kämpfen, aber besser ist es ja theoretisch. Alter, Tür, lass mich durch. Wir schleichen uns hier durch. Denn wir haben hier auch noch so eine geheimen Gedöns-Dingsbums. Da gucken wir auch mal kurz rein, natürlich. Und schalten eine weitere VR-Mission frei, die ich nicht mache, aber ist egal. Ah, was wir machen können, warte mal kurz. Wir können mal alle anrufen, würde ich sagen, ne? How are things back in Abkhazia? Thanks to the full efforts of the workers, power was restored in just 2 days. Pretty impressive. Only the power plant is back online, though. Refinery itself will likely be out of service for months. Fuel sent from Supsa is being used to power the plant for now. Ah, just wish I could have stopped him. Impossible without a sniper. And in our focus on anti-cyborg combat, we were unprepared. Thankfully, other than financial losses, few Abkhaz citizens were seriously affected. The plant workers had already been evacuated, and most were hired back on to rebuild refinery. We received payment and are not being blamed for the suicide blast. Good to hear. It should go a long way to help fix our reputation. Duh. And even more good news. Desperado is down one of its top captains. Let's hope they learned a lesson. We can hope, but it is doubtful. We still do not know who is supporting them. Even if we shut Desperado down entirely, their backers could simply hire some other PMC. Whoever it is, you really think they're interested in the pipeline? Who'd benefit besides the Georgians? Hard to say. Whatever the plan was, it went up in flames with Dolzaev's suicide. The problem is that there are countless companies and governments profiting off the BTC pipeline. Whoever is behind it, they may be too big for a simple security firm like us to do anything. Yeah, one thing we do know, though, is that Sundowner is more than just a pawn in all of this. We need to watch him. Trafficking or not, we need to stop their operation here. Find the evidence, and perhaps we can do that. And Tovarich, be careful. Ja, das ist klar. Ich bin immer vorsichtig. Miss Trow mentioned someone from her past. Any idea who that could have been? None. I checked her file again, couldn't find a thing. Definitely not Dolzaev. Probably not Sundowner either. No. The way she put it, it didn't sound like anyone I've encountered so far. Maybe someone involved in backing Desperado. If so, sounds like they're providing more than just financing. Maybe they share the same philosophy. That'd be bad. People willing to die for their leaders aren't so easy to predict. Yeah, but other than the winds, Desperado's cyborgs are all just hired contractors. They're probably emotion suppressed with nanos or drugs or whatever, but that's about it. Hmm. You're probably right. Ja. Was soll ich dazu sagen, ne? Speichern? Nein. I can't believe Dolzaev blew himself up. Pretty common terror tactic. You don't usually see the leaders doing it, though. It's one thing to get your flock pumped up on the glory of dying for the cause, but it's not often they actually go through with it themselves. You gotta have a public face, after all. The guy who gets to claim responsibility on the evening news. In a weird way, Dolzaev showed some serious dedication. Not that I'm about to praise him for it. Yeah, still a terrorist. A suicide bomber in the end. If that's what you want to call him. Still, he kind of failed at it. How so? Well, all that explosion did was put a dent in Abkhazia's budget. More Russia's, really. They're the ones rebuilding the refinery. The coup didn't work out. He couldn't overthrow the government. He was barely a blip on Russia's radar. So, you're saying the bombing didn't accomplish any of his goals? He did it just because he was cornered? Sounds more like just plain suicide. Yeah. Probably wanted to end things with his own hands. Like a samurai committing harakiri. Still not something to be commended for, though. Yeah. Lumping him in with true warriors like the samurai just gives them a bad name.
Warum hat Raiden gefragt, Raiden, wie ist ihr Status? Hä? Wir reden mal mit dem Doktor, vielleicht gibt es da wieder ein paar Vorurteile gegen Deutschland und Amerika und überhaupt gegen die ganze Welt. So these self-repair units and the other cyborgs, they mean they can heal themselves at any time? Indeed. It is typically a slow process, not much faster than a regular human body heals a wound. And you didn't think it was a good idea to give me one of these things? Certainly not. We removed all extraneous options in your case to maximize power and speed, you know. Healing wounds is extraneous? Your ability to absorb the nanopaste agent is far more efficient, Raiden. With it, your wounds heal almost instantly. I know, but... And a standard repair unit, once depleted, is nothing but an empty shell inside you. Dead weight! I get that, Doc, but it also means I need to constantly be grabbing them out of enemies. No, it doesn't. Don't be silly. Simply avoid taking damage and you will be fine. Yeah, simple. Ja, ist doch alles easy peasy. Da trägt er sich so auf, ne? Raiden, ambulatory unmanned gears detected in sewer network. What? Desperados already spotted us? Negative. These UGs are not engaged in proper perimeter security. Even were the lab anticipating our assault, they would not set up patrols down here. It is too far from the lab to be effectively guarded. So what are they doing down here? Judging by their behavior, I believe they are gathering AI behavioral learning data. Meaning? With neuro AI, there is no delineation between hardware and software. You cannot simply extract the learning data from one AI and insert it into another. In order to prepare a UG's AI for deployment, each must learn its duties on an individual basis. So they're using a Mexican sewer as their training ground? No. It would be impractical to implement on-the-field training for every AI in their force. In most cases, AIs are fed simulated data sets plus feedback based on their chosen actions. Put another way, they engage in VR training. So then why are they here? I believe they are collecting data to improve upon their VR training code. To build a better VR regimen, they must go out in the field to experiment and gather data. It is probable they are using the sewers to help improve their AI's behavior in enclosed spaces. That's the sort of subcontracting work this lab does? It appears likely. Oh, great. And here I was hoping the worst we'd have to deal with this toxic waste. Unfortunately, not. Ich mag den Hund irgendwie. 3 Jahre ist alt, der ist knuffig. Ich mag den. Okay, jetzt müssen wir uns mal wieder hier aufs Business konzentrieren natürlich. Jetzt muss ich ein bisschen drauf achten. Oh, hi. Scheiße. Ja gut, oder was heißt hi? Im Grunde ist es egal, dann sind sie halt hier. Mein Gott, ich kann ja auch... Hi. Ach du Scheiße, der kommt da hier rein. Das finde ich aber nicht so gut. So. Genau, wir haben ja auch ganz viel Platz in diesem kleinen Tunnel. Gar kein Problem. Alter. Ach. Gut, ich habe ihn getötet, alles klar. Aber ich muss hier mal kurz weg. Warte. Nein! Wie mache ich das nochmal? Alter, verdammt. So. Okay, ja, bleib mal geschmeidig, Junge. Ich bestätige das, ich möchte die auch auswählen. Ah, geht nicht. Ah doch, die haben wir jetzt nämlich für die schweren Angriffe, haben wir jetzt die hier. Ich mag die Waffe. I like this weapon. Mistrals Armstangenspeer oder whatever. Da. Ja, verdammt, dass der mich gesehen hat, als ich rausgelaufen bin. Ist natürlich ärgerlich, aber gut, das ist kein Problem. Die Typen, die kriegen wir ja schnell down. Okay. Hier gehen wir noch nicht rein. Ich gucke mir erstmal kurz hier alles an, aber ich glaube, hier ist nichts mehr. It seems so that hier ist nichts.
Na gut. Dann. Right. There is a boy. Ach, das ist er. Och. Hi. Kleine, kleine Drecksviecher. So. Halt die Schnauze. Oder Kackbratze. Warte. Ah, ich werd verfolgt. Ach ja, die Waffe ist schon cool. Muss ich sagen. Ist ein bisschen kurz. Das muss ich zugeben. Also sie hätte durchaus länger sein können. Aber, ist, naja, mein Gott, man kann nicht alles haben, ne? Man kann einfach nicht alles haben. Aber ist schön schnell. Macht ordentlich Bums. So gehört sich das doch. Wir kriegen später noch andere Waffen. Ah, dann im Sprung ist sie auf mich drauf. Also ekelhaft. Ich glaube, die sind down alle, ne? Ja. Nehmen wir mal alles mit. Mit. Nur ein B. Weil ich zu lange gebraucht habe, aber das ist egal. Scheiß drauf. Moment, habe ich dann Feind übersehen? Ja, das geht natürlich nicht. Warte mal. Wir gehen nochmal kurz zurück, weil wenn da noch so ein kleines Ding ist, können wir nicht alleine hier lassen. Ach, guck mal, es sind sogar zwei. Kampfroboter! Guck mal, das sieht voll gut aus, ohne Spaß. Das ist voll geil irgendwie. Nicht, dass sie irgendwas gegen mich ausrichten könnten, aber... Ah, guck mal, das ist voll krass, die halten auch viel mehr aus, ne? Schon heftig. Ist kaputt. Nein. So, einmal heilen. Finde ich eigentlich cool, dass sie sich auch so zusammen, keine Ahnung, wie bei den Power Rangers halt, ne? Dann wären die ein super Roboter-Ding. Das jetzt auch nicht ganz so super ist, aber es ist besser als die anderen. Hält auf jeden Fall mehr aus. Voll die Anspielung auf die Turtles, ey. Okay. Eieieiei. Ah, shit. Ich wollte da nicht rein. Nein. Da muss ich natürlich immer schön drauf achten. Weil die mich ja auch alle angreifen jetzt, ne? So. Und ich hab doch, Mann, ich wollte. Beinchen ab. Die brauchst du nämlich gar nicht mehr. Weg hier. Ohne Beine kannst du mir nicht mehr auf den Sack gehen. Ja gut, dann hau ich dir die Beine ab. Ist mir auch egal, ne? Und dir halt auch. So. Achso, die sind. Die sind noch still alive, ich verstehe. Jetzt aber nicht mehr, ne? Hoffe ich. Na, wenn ihr noch lebt, ist das gar kein Problem. Dann mache ich euch jetzt kaputt. So, geh mal her. Ich muss mich nämlich auch wieder heilen. Und das nehmen wir auch einfach. Danke. Bekomme ich nämlich auch KP. Das ist ja fürs Ende recht wichtig. So. Ah, hier geht's nicht weiter. Ach stimmt, ich glaube, jetzt kommt eine Sequenz oder so, ne?
Aber ein A. Naja, kann ich mit leben.